So, willkommen bei einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch den Trick Fingerflip 360 und wie der aussieht, seht ihr jetzt. Und ich zeige euch ein paar Schritte, wie ihr da nach und nach hinkommt. Schritt Nummer 1 ist auf jeden Fall erstmal die Drehung des Boards richtig hinzubekommen. Um das zu üben, machen wir das mal erstmal ohne die Rolle. Nehme ich aber irgendein Tape und markiere mir die Position, wo die Rolle normalerweise wäre, damit ich erstmal ohne die Rolle üben kann. Ihr nehmt das Board auf jeden Fall so in die Hand. Das heißt, die vier Finger sind oben. Also man kann natürlich alle möglichen Techniken nehmen, um das Board zu drehen, aber ich kann euch die Art erzählen, wie ich das mache. Und man dreht einfach das Board nur eigentlich in diese Richtung. Die Geschwindigkeit, wie schnell sich das Board dreht dann, das könnt ihr hier mit eurer Hand bestimmen. Das heißt, hier drückt ihr praktisch nochmal das Brett so ein Stückchen runter. Und umso stärker man das macht, desto schneller ist die Drehung des Boards. Ich zeige euch das mal. Am besten so halten, kurz in die Knie gehen, jetzt noch nicht drauf springen und dann... Also wenn das Brett so landet, ist perfekt. Ja, wenn ihr das könnt, dann ist als nächster Schritt das richtige Timing mit dem Abspringen. Das ist in dem Moment, wo ihr in die Knie geht und wo ihr das Brett hochwerft, springt ihr auch schon ab. Das zeige ich euch mal. Ja. Ja, wenn das klappt, dann wird es Zeit für die Rolle. So sieht er aus. Also nochmal. Schritt 1, die Markierung der Rolle mit einem Grip Tape. Schritt 2 ist die Drehung des Boards erstmal üben. Um sauber drauf stehen zu können, muss ich natürlich so drehen. Erstmal ohne drauf springen. Wenn das klappt, dann mit drauf springen. Das ist relativ einfach dann. Und dann alles kombinieren. Man muss sich einfach ein bisschen trauen. Wichtig ist, bevor ihr diesen Trick macht, solltet ihr natürlich schon sicher auf der Rolle sein. Wenn ihr Fragen habt, wie immer einfach hier drunter schreiben oder mir per Mail schicken oder über Facebook, Instagram, was auch immer. Ich beantworte jede einzelne. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.